Moin moin Leute! Ich habe die ganzen Felder mit Dürrfällig gemacht gehabt und habe sie nun auch mit normalen Pflanzen bepflanzt. Und zwar haben wir auf der 12 Raps gesät, auf der 14 hat man Sojabohnen gemacht und auf der 15 habe ich Gerste gesät. Ja, einfach erstmal um Geld zu machen. Dann habe ich einiges verkauft. Und zwar habe ich einen alten Traktor verkauft, habe die Sämaschine verkauft, habe den Pickup verkauft, um uns dann gleich Sämaschinen, ja, Wasser, wie war das? Ja, genau. Um uns die Federstadt, keine Ahnung, ob man es ausspricht, also den Rapid A600S zu holen. Wir brauchen dafür 180 PS, die haben wir. Und zwar haben wir die nämlich in den hier, in dem Fendt, haben wir 240. Wieso haben wir denn so viel im Lager? Wollen wir eigentlich auch verkaufen, wie mit der viel Mist? Auf. Ja. Gut, machen wir gleich. ja. Das will ich mir jetzt nämlich gleich holen als nächstes. Ah, die kann ich nicht bekommen. Okay. So, und die wollen wir auch bekommen. Jetzt haben wir 70.000. Ja, sehr schön. Dann kann man sich auch gleich die Maschine kaufen. Das ist auch sehr, sehr gut. Sämaschine. Eigentlich wollte ich gleich kaufen. Kann sie abholen. So, jetzt ganz kurz dazu, warum ich mich für die entschieden habe. Ich habe mich für die entschieden, weil wir machen, also, beziehungsweise, es gibt ja einmal normale Saatmaschinen, wie die zum Beispiel, hier ist Dünger mit dabei, hier ist Dünger mit dabei, das ist auch eine normale, und hier ist auch Dünger mit dabei. Die will ich mir dann ganz zum Schluss holen, die Amazon, weil die finde ich ganz nice. Hat 15 Meter Arbeitsbreite, das ist ja ganz, ganz ordentlich. Hat aber Dünger mit dabei. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Hat Dünger mit dabei, ja. Oder die Dünger. Weil eigentlich brauche ich die mit den Grubbern. Das ist, wenn vorher nicht grubbern ist. Grubbern, sorry. Vorher nicht grubbern, weil wir hauen ja Ölrettich drauf. Und wenn wir Ölrettich draufhauen und das grubbern dann, also beim runter machen, runter grubbern, dann wir gleich wieder sehen, dass sie Saat rausbringen. Deswegen bin ich sogar fast am überlegen, ob wir die nicht sogar komplett behalten. Zum kein vorheriges Grubbern. Wobei, hier die kostet. Wobei, brauchen wir 270, ja, dafür haben wir keine Maschine. Okay. Was nimmt die dann? Das sind nur 9 Meter. Na gut, egal. Auf alle Fälle nehme ich die erstmal. Wir hatten eine Arbeitsbreite, wie gesagt, von 6 Meter. Und wir können den Ölrettich runterkruppern und dann gleich die Saat aus einbringen. Das ist der Hintergrund, was wir wollen die doch kaufen eigentlich. Komplett durcheinander jetzt wieder. Das war kaufen. Ja. Okay. So, ich nehme mein Trägerchen. Den Trägerchen habe ich auch Breitreifen noch drauf gemacht, auf den anderen habe ich auch Breitreifen drauf gemacht. Ich muss jetzt natürlich zusehen, dass ich noch einen Träger kriege mit Schonreifen. Weil wie ihr wisst, wir haben den Mod drauf, dass die Feldfrüchte kaputt gehen. Also, was heißt kaputt gehen? So wie es halt wirklich sein sollte, ne?
Und dementsprechend brauchen wir zum Düngen einen Träger mit Schonreifen. Das ist auch das, was ich jetzt noch anstrebe. Gut, durch den Verkauf jetzt gerade konnte ich die Saatmaschine eher kaufen, wie ich dachte. Oh, was mir gerade einfällt, wir können doch den dann wegmachen. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander ganz kurz. Den können wir weg. Ja, klar. Den können wir wegmachen. Kommen wir dran, oder? Schon Reifen kriegen wir auf den sowieso nicht drauf. Dann haben wir aber noch einen Traktor. Ne, den machen wir noch nicht weg, aber den Grubber können wir verkaufen. Den machen wir mal zurücksetzen. Leichtes Schieden. Aber er steht gleich oben am Verkaufsstand und somit können wir dann gleich verkaufen. Weil es bringt ja mehr Geld, wenn wir ihn zurückbringen, als wie wenn wir ihn direkt verkaufen. Ist nicht viel, aber ich sag mal so, diese 2.000, 3.000 haben oder nicht haben, kann ich euch gleich einmal zeigen. Das denke ich schon, dass das sich bemerkbar macht. Da wir hier hochfahren müssen, die Saatmaschine holen, machen wir das auch gleich. Gut, ich setze euch, erst zeige ich euch das. Und dann setze ich euch in den Timeslip, damit ich warten kann, dass das Feld fertig ist, dass ich es abernten kann und dann neu bestellen kann. Da wollte ich dann den Timeslip machen und vorher zeige ich euch noch schnell mit dem Verkauf den Unterschied. Und danach werde ich die Timeslip starten. Auch mal ganz gepflegt hier in die Heimatstraße rein. Hat keiner gesehen. So, das geht. Also gutes neues Ding. Und hier steht das alt. Ich habe ja keine Ahnung, warum die Markierungen hier weg sind. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ist ein bisschen nervig, aber ich sag mal, ich weiß, wo es ist. Also von daher ist das nicht ganz so schlimm. So, jetzt wollte ich euch das mal zeigen. Garage. Und zwar, warten wir hier kriegen 2219. So, wenn wir aber jetzt hier verkaufen, kriegen wir 2642. Ist hier bei den Dingen natürlich nicht viel. Aber wenn man so teure Sachen wie für 30.000, 40.000 verkaufen, da merkt man es. Deswegen also immer zurückbringen. Somit habt ihr nicht ganz so viel Verlust. Ja. Gut, wie gesagt, ich setze euch jetzt in den Timeslip. Ich fahre zurück auf den Hof. Warte, bis das Feld fertig ist und dann geht's ans Abwehren. Bis gleich. Ganz kurz zwischengeschaltet. Ich werde jetzt gleich diese Saataufsteller, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, oben gleich, Moment, gleich geht's los. So. Und zwar platzierbare Objekte. Ich habe hier den Mod reingefügt. Genau, da haben wir Saatgut. Jetzt ist halt die Frage, wo stellen wir sie hin? Also ich war ja eigentlich dafür, dass sie gar nicht so nah am Ding stehen. Also wäre ich eigentlich, was heißt das, wenn wir sie hier so hinstellen?
Genau, wir stellen die hier so hin. Einmal. Und den Mineraldüngertank können wir hinstellen. Flüssig? Ne, Flüssigdünger nicht. Also, den brauchen wir noch nicht. Aber zwei brauchen wir. Zwei machen wir jetzt erstmal hier hin. Daneben. So. Genau, weil ich möchte jetzt an sich nebenbei schon anfangen. Ich möchte hier kuchen und aussehen. Wir machen ja wieder ölreddig, dass wir gleich wieder die 30% Dung und Ertragserweiterung haben. Und ich werde diesmal doch kein Timeslap machen. Ich werde es pausieren, die Aufnahme. Und wir sehen uns wieder, wenn ich die drei Felder abgeerntet habe. Bis gleich. So. Erste Ladung ist fertig. Und zwar von der Rapsernte. Die bringen wir jetzt eben mal schnell weg, weil der Kopf steht noch ganz gut. Unser Geld geht langsam zu Neige. Da dachte ich mir, gut, eine Ladung kann man auf jeden Fall wegfahren. Die andere lagern wir erstmal ein, bis der Preis eventuell noch ein bisschen hoch geht. Wir müssen natürlich aufpassen, wir brauchen ein bisschen Geld, um allein Saatgut im Überbrot zu kaufen, eventuell den einen oder anderen Helfer einzustellen. Dafür benötigen wir einfach ein klein wenig. Kleingeld. Klingt blöd, ist aber so. Wir wollen auch bezahlt werden, Saatgut kostet, Dünger kostet. Wir wollen ja eigentlich auch das Maximum an Gewinn einfahren. Deswegen. Ja, deswegen das. So, hier. Hat sich doch gelohnt. 12.000. War nicht ohne. Gut, ich habe natürlich auch einen Fehler gemacht bei der Aussaat eben. Ich wollte Ölrettich anpflanzen, aber habe statt Ölrettich, was wir ja brauchen zum Düngen, ne, habe ich Weizen auf das Feld geschmissen. Zumindest angefangen. Sprich, ich werde das jetzt fertig machen mit Weizen, werde aber die anderen zwei Felder definitiv mit Ölrettich dann machen. Weizen müssen wir mal gucken, ob die Kurse von dem Verkauf dann relativ gut stehen. Vielleicht kriegt man einen Traktor mit Schonreifen, weil dann werde ich die noch halt dreimal nachträglich düngen. Und somit haben wir eigentlich auch das Beste noch rausgeholt. Schauen wir einfach mal, was das noch bringt jetzt. Das Rapsfeld ist nun fertig. Ich habe die Träger schon umpositioniert. Den Drescher, den Mähdrescher. Der Mähdrescher haut schon oben an dem Feld 14 rum. Die Saatmaschine steht noch, die fahre ich dann selber. Ja, jetzt wollte ich mal gucken, wie viel wir doch bei den Rapsfeld hier rausgekriegt haben. So, haben rausgekriegt 12.452 plus 8, ja, 20.000. Das hat sich doch gelohnt. Oh, hier ist er. Sonnenblume, Eis für die Höhen. Machen wir da noch nichts mehr. Gut. Ja, das sieht eigentlich an sich ganz gut aus. Jetzt machen wir das Feld mit Sojabohnen sind da drauf, genau. Da trotzdem waren Sojabohnen. Und hier ist ja Gerste. Kommt da 15. Ja, dann gucken wir mal das Feld jetzt noch runter mit den Sojabohnen. Gucken, was wir da rauskriegen. So, das Feld mit den Sojabohnen haben wir nun auch geerntet.
Aber ich muss sagen, ob sich der Aufwand lohnt, ich mag es bald zu bezweifeln, weil wir haben gar nicht so viel rausgekriegt. Also, ich bin davon noch nicht so überzeugt. Ich meine, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie, ja, skeptisch, dass sich das irgendwie auf Zeit belohnt. Weil ich habe jetzt rausgekriegt, also eine Ladung habe ich weggefahren. Die habe ich in so Silo geschmissen. Und dann das, was ich jetzt hier noch im Hänger habe. Und das ist meines Erachtens nicht so prickelnd. Also, können wir gleich mal gucken. Wie gesagt, 8000 habe ich in Silo gefahren. Und hier haben wir jetzt gleich drinne. Den Drehdrescher fahren wir weg. Ja, wie ihr seht, hier ist wieder Buggy. Also es kommt zu 99% von den Speichern. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr einen eigenen Server habt, speichert nicht. So, also wir haben 10.632 rausbekommen. Ist meines Erachtens nicht unbedingt so viel. Also ich bin davon absolut nicht überzeugt. Jetzt wollte ich mal gucken, was haben wir hier? 1,7 haben wir hier. Gut, da müsst ihr um den Zug fahren. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich doch keine genaue Ahnung, wie genau das funktioniert. Aber wir können es ja gleich mal testen. Komm her, wir sind einmal zusammen hier. Also testen wir jetzt. Befehle. Das Feld ist eben noch nicht fertig. So, er ist jetzt durch. Eigentlich. Gut, wir haben noch eine Runde dreht, aber noch eine kleine Runde, dass wir jetzt eigentlich Schnuppe. So, Moment, Moment. Wo müssen wir jetzt genau? Wir müssen, halt, da war doch die Map schon. Wir müssen rein theoretisch hier hin. Müssen dann den Zug beladen und müssen das hier runter fahren. Gut, würde ich sagen, wir testen das einfach mal. Habe ich noch nicht gemacht, bin ich ja etwas überfragt. Können nur hoffen, dass das funktioniert. Wenn es funktioniert, ist das natürlich prima. Aber ich habe so kleine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Und zwar, ich weiß, wo wir hinwollen, aber ich weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Es mir fehlt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das Geld gerade. Weil ich will ja rein durch zu dir zurück. Meine Tendenz ist zum Kühen. Aber dafür brauchen wir ja auch einiges. Also deswegen, ich bin da momentan noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fragt vielleicht. Ja. Cool. So, jetzt weiß ich nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber wir testen das jetzt einfach. Eigentlich hier reinfüllen, ne? So. Abladen. Rein theoretisch in den Zug steigen. Die Züge habe ich automatisch ausgemacht, weil das, jedes Mal, wenn ich hier durchgesappt habe und jetzt mal in den Zügen war, das war nicht ganz so mein Ding. So, Befüllung. Befüllung ist hier vorne. Das Hilfefenster wieder an. Ich nicht genau weiß, ob das wirklich so funktioniert. Befüllung starten. Okay, das haben wir schon mal. Weizen haben wir nicht, Gerste haben wir nicht, Raps haben wir nicht, Sojabohnen. Start. Wie viel Sojabohnen haben wir denn jetzt da rein? Start. Wollen wir nochmal hinfahren? Weiß nicht, wollen wir nochmal hinfahren?
0,6% voll. Hier fahren wir nochmal schnell zum Hof. Kommst du aus dem Weg? Sorry, Jungs. Habt ihr nicht gesehen? Einfach weg, mach mal ganz kurz die Augen zu. Weil. Da fahren wir noch ein bisschen mehr hin. Wenn das so funktioniert, fahren wir da ein bisschen mehr. So, 8000 sind drin bei 6%. Das sind 80.000 bei 60%. Das sind 120.000 bei 90%. Nur 20, ich würde sagen, so 130 oder 40.000 geht. 130, glaube ich. Boah, das ist natürlich eine Menge. Das ist richtig viel. Da kann man ja nur hoffen, dass da öfters mal die Preise gut sind. Das wäre natürlich Bombe. Aber es ist natürlich auch, das muss jetzt gleich, wenn ich wieder zurückfahre. Und zwar, wenn ich das da eingelagert habe, ob ich das da auch irgendwie wieder mit dem Trecker rausgehe. Da muss ich mal gucken. So, befüllen, ne, Sojabohnen, Stahl. Ja, wir hatten nämlich noch 6.000. 500 haben wir noch drin, deswegen ist das jetzt gerade so viel. Ach, immer noch buggy. Ach, das ist so, ach, nervig. Also ich muss mir dran gewöhnen, nicht mehr zu speichern. Ich weiß nicht, ich hätte mal automatisch auf Speichern gedrückt, wenn ich vom Server runter bin. Aber ich glaube, das sollte ich jetzt nicht mehr machen. Weil, wie ihr seht, ja, das ist doch nicht so prickelnd. So, okay. Will ich mal ganz kurz gucken, ob wir das so wieder rauskriegen. Oder dann füllen wir das jetzt in den Zug mit rein. Anders darüber. Rein theoretisch müsste ich hier es wieder zurückkriegen. Hier links von mir. Auch mal gucken. Fahren wir das mehr rein. Laden das ab. Nicht eher I. Abladen wollen wir ja. So, dann laufen wir mal, dass wir das da wieder rauskriegen. Weil dann ist es zu überlegen, ob wir nicht alles immer hierher fahren. Weil falls wir wirklich mal mit dem Zug fahren müssen, ist es so wesentlich schneller und effektiver. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Transportzentrum. Befüllung Schaden. So, jawohl. Ja, das geht. Wie viele gehen hier rein? 500.000. Das ist interessant, oder? Gut, wir fahren jetzt erstmal in den Zug. Wir füllen den jetzt noch schnell. Na, einsteigen. Befüllung starten. Wir haben aber nur 1, 2, 3, 4. Gut. Mit so 60.000 Farbe machen. Den geht natürlich auch wie Schmutz, ne? Das Problem ist auch, diesen Zug, ich bin ja vorhin schon mal gefahren, wieder zum Stehen zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Muss ich ehrlich sagen. So, weil hier haben wir nämlich auch nochmal. Oh, das mit den Zügen muss ich mir nochmal genauer angucken. Da haben wir natürlich schöne Transportwege. Ja, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ich glaube, muss ich dann, wenn ich vom Feld komme, mit Überladewagen arbeiten. So, wo ist die Abkürzung? Ach, gut, Bremse, bleiben. Oh, viel zu schnell, So, zurück. Weil ich das Ziel nicht ausgeschnitten habe. Wir können natürlich auch rückwärts fahren, ja. Wie ihr seht. So. Aussteigen. Ausgehen. Was auch hier. Ja. Das
Das ist doch mal ja. Da lasse ich mir doch noch was einfallen hier. Das ist doch geil. Will ich gerade mal gucken? Im Motto ist zur Seite, ob nicht. Ob man nicht sogar. Andere Züge kriegt. Nicht da schon irgendjemand die Arbeit vor? Das wäre mal interessant. Werde ich nachher mal gucken. Gut. Ihr seht, ich habe eine Schnitzel gefunden. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Mir macht Spaß. Und ich glaube, ich werde jetzt mir nochmal Gedanken machen, wie man das hier effektiv mit nutzen kann und auch, also wirklich effektiv nutzen kann. Und sagt schon mal bis dahin, wir sehen uns morgen wieder. Ciao.